Ja, wir sind in einem wunderschönen Zuschauerraum, der hat Atmosphäre. Ja, das, die Komödie am Quai ist ein nicht ganz junges Theater, gibt es schon länger. 38 Jahre. Es ist jetzt, also am 27. Mai 1982 ist es eröffnet worden. Und also es geht jetzt in die 38. Saison und wir sind sehr, sehr glücklich, das machen zu dürfen. Und ich bin persönlich unendlich glücklich. Ich habe mir immer gewünscht, einen Beruf zu haben, der mir Freude macht. Und nur von dem ich gerade erleben kann, aber der mir unendlich Freude macht. Und man kann mit dem Beruf so viel Freude geben. Und das ist schön. Es ist auch eines der wenigen Theater, die im Sommer offen haben. Es ist, glaube ich, von den fixen Theatern überhaupt das einzige Theater, das im Sommer offen hat. Um nicht zu jammern, wir müssen auch offen haben, weil die Chance, dass Leute kommen, dass Geld reinkommt, ist gegeben. Aber wir haben das gerne, wir spielen gerne für das Wiener Publikum, das da bleibt, für die Schweizer, die schon Stammkunden sind bei uns, und für die Deutschen. Dann ist der Platz, wo dieses Haus steht, dieses Theater, ist ja herrlich. Wir haben die Ruprechtskirche gleich ums Eck, also daneben kann man sagen, wenn man ums Eck. Also es ist der Mortzinplatz, geht da der Franz-Josefs-Quai, also eine tolle Gegend. Der Platz ist sehr, sehr gut, besonders im Sommer. Also auch, es tut sich da, also es gibt unendliche Lokale, es gibt Eissalons, also man kann sich vorher und nachher, glaube ich, auch wirklich gut unterhalten. Und es liegt ideal, es liegt bei der U-Bahn-Station. Man kann auch von Stephansplatz zu Fuß runtergehen. Also ich glaube, wir sind ein wirklich gut liegendes Theater und wir wollen die Leute unterhalten. Klarerweise, Komödie am Quai, es wird hier Komödie gespielt. Ja. Wie kommt man darauf, dass man sagt, ich mache ein Theater, in dem nur Komödie gespielt wird? Indem man auch am Anfang ein bisschen gezwungen ist, ein Theater für das Publikum zu machen. Und was aber dann für uns, also für meinen Mann und mich, gar nicht schlimm war, weil wir wollen ja eigentlich für das Publikum spielen und nicht dagegen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Komödien. Wir haben in Reichenau musikalische Komödien gemacht, was ich jetzt auch versuche, da in Wien dann ein bisschen zu machen. Und wir spielen das vom Herzen gern. Und einmal im Jahr mache ich für 3 Wochen einen Ausflug ins ernstere Theater. Das mache ich aber nur 3 Wochen. Da kommt ein bisschen eine andere Art von Publikum, aber da traue ich mich nur 3 Wochen. Sonst ist Komödie angesagt. Ja, Komödie ist ja was Herrliches. Wir haben auch vorher schon gesprochen, wie wir über das jetzige, das aktuelle Stück gesprochen haben. Ich glaube, es ist wunderbar. Erstens einmal, der Applaus ist praktisch der Lohn des Künstlers. Ja, natürlich auch des Theaterdirektors oder Direktorin. Und ich glaube, die glücklichen Gesichter, wenn die Leute nach einer Komödie entspannt das Haus verlassen, ist, glaube ich, auch eine tolle Sache. Das ist das Schönste, was es überhaupt gibt, wenn Leute sagen, ich habe bei Ihnen wieder einmal, ich bin wieder da, das heißt, es ist ein Stammkunde, bin wieder da und ich komme immer wieder gern zu Ihnen und Sie haben immer so schöne Produktionen, so tolle Produktionen. Wir entspannen uns, wir haben 2 Stunden wirklich, wir haben gelacht, unsere Alltagssorgen vergessen. Das ist das Schönste, was Sie mir am Ende sagen können. Wir haben in Wien ca. 105 so kleine Theaters, ja, die nicht unbedingt zu den Wien-Theater oder zu Wien-Holding gehören. Was macht diesen Reiz des kleinen Theaters aus? Der Reiz des kleinen Theaters, also ich kann es nur von meinem Theater sagen, ist das Familiäre, das Kleine und wie Sie da sehen, das ganz nah dran. Also hier wird wirklich jede Handbewegung, die falsch wäre, wird vom Publikum aufgenommen oder auch eine, die Gefühle. Also Sie können, wenn jemand lacht oder weint, was auch in einer Komödie passieren kann, es ist alles viel enger und es ist eigentlich ein Miteinander mit dem Publikum. Es ist kein Orchestergraben dazwischen, es sind keine tausend technischen Sachen dazwischen. Es sind Menschen auf der Bühne, Menschen im Publikum und die vereinen sich. Und das ist, glaube ich, das Schöne am kleinen Theater. Jetzt ist es so, dass es nicht ganz ohne Probleme momentan abgeht. Es ist doch sehr starke finanzielle Belastung für das Haus da. Ja. Es gibt zwar Förderungen, die reichen bei weitem nicht aus. Vom Bund hat es bislang überhaupt noch nie Förderung gegeben. Nein. Und das, was sehr traurig ist, weil nicht nur das Burgtheater ist wichtig, sondern auch die kleinen Theater. Wo liegen die Hauptprobleme? Die Hauptprobleme liegen darin, dass wenn eine große Reparatur ist, und das gibt es in jedem Haus, das kennt jeder von seiner Wohnung, hatte zum Beispiel jetzt den Vorhang, das Vorhangseil nach 38 Jahren war das kaputt, darf sein, das sind 10.000 Euro.
Das ist eine Summe, die man in so einem kleinen Theater nicht auffangen kann, auch wenn das Haus bummvoll ist. Das können sie nicht. Da würden sie einen Sponsor brauchen und wir haben natürlich jetzt nicht die prominenten Namen auf der Bühne, obwohl ich sagen darf, bei mir hat schon der Heinz Zuber gespielt, spielt immer wieder die Uli Fessel, aber trotzdem jetzt nicht so prominent, dass sich Firmen einklicken und auch nicht ein kleines Theater so fördern. Und dann steht man da und weiß eigentlich nicht wie es weitergeht. Mhm. Was wäre so das, wo man sagen könnte, jetzt können wir richtig wieder durchatmen? Was wäre dazu notwendig? Dazu wäre notwendig, ich habe das schon vor einem Jahr gesagt und ich muss sagen, der Herr Dr. Dressler von der MA7 und die Frau Zemmlerk hat mir da unendlich geholfen und haben mir einen Teil gegeben. Aber jetzt würde noch fehlen, dass ich sage, ich kann durchatmen und habe keine Schulden, sind 30.000 Euro. Also wir wollen hoffen, dass man das auftreiben kann. Und natürlich Publikum. Ja, das ist ganz wichtiges Publikum. Denke ich, ein volles Haus ist natürlich wunderschön, wäre wunderschön. Hatten wir voriges Jahr einige Male, aber natürlich nicht immer. Und das ist das Wichtigste, dass die Leute auch wissen, was sie hier erwartet, was sie in einem kleinen Theater erwartet, dass sie vielleicht weniger zahlen wie woanders und dass sie hier auch gute Unterhaltung kriegen und niveauvolle Unterhaltung. Ja, und das Haus, muss ich sagen, also wenn man da reinkommt, es hat Atmosphäre. Man fühlt sich gleich wohl, es hat seine eigene Stimmung, ist egal, ob man zum Buffet geht, ob man jetzt da hereingeht. Die Bühne haben wir noch nicht gesehen, das werden wir dann nachher sehen. Es hat Atmosphäre und es ist wirklich schade, wenn man sich sowas entgehen lässt. Ja, das ist mir eben wichtig, die Atmosphäre. Also bei mir gibt es auch, Sie sind vor der Premiere, aber bei mir gibt es immer Blumen. Ich bin in einem Keller, aber im Keller sind auch die Kammerspiele. Und ich möchte, dass sich die Leute zu Hause fühlen, eben mit Blumen, dass sie nett empfangen werden, freundlich empfangen werden, mit einem, also diesmal spielt es halt in einer Schuhfabrik, da ist das Bühnenbild jetzt nicht so schön, aber spektakulär, aber normal ist ein schönes Wohnzimmer, dass sie sich einfach zu Hause fühlen. Ich zu meinen, leider Gottes muss ich auch zugeben, ich war noch nicht in den Haus, ich war ein paar Meter weiter. Das wird sich ja hoffentlich ändern. Absolut, ja. Ja, dann sage ich schon recht herzlichen Dank und ich hoffe, dass man helfen kann. Es ist wirklich ein ganz wichtiger kultureller Punkt da im Wien und ein schöner Platz, der auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und es wäre wunderschön. Wir arbeiten wahnsinnig gerne. Wahnsinnig gerne. Danke. Ja, danke und dann kann ich nur sagen, Hals- und Beinbruch und toi, toi, toi. Wird schon schief gehen.